Japan hat keine Zukunft ohne Kernkraft. Wir überprüfen die AKWs und verstärken die Sicherheit. Ohne Atomkraft kommt es zu dramatischen Energieengpässen. Solche Parolen hämmert Japans Regierung seit Monaten in die Ohren der Bevölkerung. Oder es sind die Atomkonzerne. Es ist aber auch egal, denn die Verflechtung zwischen dem politischen Establishment und den Atomgiganten sind haarsträubend. Nobuo Manabe beobachtet sie seit langem. Seine kleine Eisenbahnergewerkschaft Dorochiba kämpft seit den 1970er Jahren gegen Atomkraft. Die Philosophie des Atomdorfs heißt Wirtschaftlichkeit zuerst. Und so wurde die Atomanlage von Fukushima nicht wie zunächst geplant 35 Meter über dem Meeresspiegel gebaut, sondern nur 10 Meter darüber, erklärt Ex-Premierminister Naoto Kan. Dadurch sei es einfacher gewesen, Kühlwasser aus dem Meerwasser zu pumpen, sagt Kan, also wirtschaftlich effizienter. Die fatalen Folgen für den Tsunami sind bekannt. Überraschend schwere Vorwürfe gegen die Atomkonzerne erhebt auch Ex-Premier Naoto Kan, mittlerweile nicht mehr im Amt, in einem ZDF-Interview und spricht von vielen Formen der Unterdrückung von Äußerungen in Bezug auf die Gefahren der Atomkonzerne. Klare Worte aus dem Kanal der Macht, die jahrzehntelang überhörten Warnungen von AtomkritikerInnen wie Nobuo Manabe bestätigen. Gab es eine große Demonstration von 20.000 Leuten. Und in dieser Demonstration gab es viele, viele Herausforderungen. 量が決められたみたいなんですが、それはなんか専門家の先生方もちょっと量が多すぎるということで、いろんなふうに責任言ってます。それから私たち環境は全然良くならない。今日も汚染されてます。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。これから私たち環境は全然良くならない。今日も汚染されてます。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によってますね。そういう中で子供を育てていかなきゃいけないの。あの、生計によ
Die Bestechungsvorwürfe als Grundlage entschied ein Gerichtsurteil. Hier ist nur ein besonders deutlicher Fall. Kritik an der Atomenergie ist tabu, wer dagegen mitspielt, erhält die Schuld. In Schülerinnen ist es eine sehr PolitikerInnen in Atomanager Atommanager im politischen Zentrum der Macht. Und auch aus dem TEPCO-Präsidium in die Sessel der Atomaufsichtsbehörden ist es nur ein kleiner Schritt. Ein Personenkarussell, das eine perfekte Rückendeckung für die Atomwirtschaft garantiert. Der Motor, der wiedergeführt ist, mit Signal der AKW. Ja. Das heißt also, Noda ist also sozusagen eine Marionette. Ja, das Atomgerüst. Das Atomgerüst hat die wahre Macht. Japans Regierung hält weiterhin an der Doktrin der sicheren und beherrschbaren Atomenergie fest. Seit Ende Juni sind zwei der 50 Atomenergie am Netz. Trotz eines weiteren Zulassungsberichte vom Juli schreiben die Katastrophe und die Atomwirtschaft in fast apokalyptischen Worten. Doch sie schreiben zeitweise To present the sign-up of the Japanese people who are against that plan. Atomkritik bedeutet Karriere. We ask a question to the politician of their estimate of the damage or how they plan the creation of the plant, and their answer is not enough. So we are still working asking a question to obtain the certain answer, which if the plant is very safe or not, and we assume it's not safe. In Japan gegründet. Der Ausstieg aus der Atomtechnologie, die Förderung erneuerbarer Energien und Klimaschutz sind unerlässlich. Viele grüne Parteimitglieder waren vorher schon in dem Bündnis Grüne Zukunft aktiv. Nobuo Manabe von der klassenkämpferischen Gewerkschaft Orochiwa ist skeptisch und bezeichnet die Grüne Partei als oder die Kriegsgebende wird gerade sind also eine große Macht. Diese Leute sprechen nicht einfach. Grüne Leute sagen zum Beispiel also Verhandlungen das heißt, mit der Finanzwelt. Aber das reicht Gebiet, überhaupt nicht. Außerdem hatte Nobuo Manabe gerade Besuch von deutschen AtomkraftgegnerInnen von der Bürgerinitiative Lüchow Dannenberg aus dem Weltland. Und sie haben ihm eindrücklich von der fragwürdigen Politik der bundesdeutschen Grünen in der Frage des Endlagers Kohle erzählt. Doch wie soll der Kampf gegen die Atomkraft in Japan von Nobuo Manabe aussehen? Nippon no Tokai Mura. JCO 核燃料を製造する会社ですけれども、そこで発生した臨界事故、その10周年を記念して集まっています。日本の核原子力行政そのものに対して変更を求める訴えです。最も大きなポイントは高速増殖炉モンジュ、ファーストブリダリアクタその中止とそれから再処理、再処理の中止を求める要求をしています。もともと高速増殖炉は核兵器級プルトニウムを製造することができる施設でドイツでもカルカ増殖炉を中止している通り世界中で推進をしている国はもはやありません。しかしながら日本だけが増殖炉を今後の原子力の基幹とするという、荒唐無稽ありえないような話で、